Hallo ihr Lieben. So, wie ihr seht, ich bin zu Hause. Ja, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden Kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. Ja, ich bin nicht arbeiten. Ich bin zu Hause, ich bin krank. Deswegen gibt es diese Woche kein reguläres Video. Ich habe Ostersonntag im Krankenhaus verbracht. Ich habe eine kleine OP gehabt und heute Morgen war ich wieder dort und anschließend noch bei meinem Hausarzt. Und ja, man ist angeschlagen. Ich glaube, man sieht es vielleicht auch ein bisschen. Also ich bin nicht auf der Höhe. Es wird aber wieder. Also das ist jetzt nicht, wer weiß, was Schlimmes, aber es musste sein, so schnell wie möglich. Und ja, man ist einfach angeschlagen. Ich kann auch die Antibiotika, die man so nach so einer OP bekommt, nicht gut vertragen. Ich konnte Antibiotika noch nie gut haben. Mir wird da mal übel von, aber was sein muss, muss sein. Ja, und nun hocke ich hier. Habe so ein paar Sachen hier, aber das hier wird kein reguläres Video, wie ihr euch das sonst vorstellt. Ich kann auch nicht lange sitzen und ja. Ich habe mir gedacht, ich habe mir jetzt, ach, guck mal hier, ne, ganz schnell in Ermangelung eines Schals. Weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert hier so, ne? Nicht, dass der Schatten hier so, also man sieht ja aus, also nein. Ungeschminkt und fern der Heimat, aber es nutzt ja nichts, ne? Nichtsdestotrotz habe ich mir hier so ein bisschen hingelegt auf meinen Schreibtisch und zeige euch ein bisschen was. Alles das, was ich mir vorgenommen habe für die Ostertage, ist reingefallen. Es fing an schon Karfreitag. Karfreitag bekam ich schon Schmerzen und Ostern habe ich dann Samstag. Oh, ich sag ja, ne? Habe ich dann, es ging und ging nicht weg. Es war so furchtbar. Ich habe dann am Sonntagmorgen vor lauter Verzweiflung bin ich dann ins Krankenhaus gefahren und die sagten auch, kann ich mir vorstellen, dass das weh tut. Das wollen wir mal gleich wegmachen. Tja, und ich kann euch sagen, Halleluja. Ich habe nachher mit dem Doktor zusammen, anschließend haben wir ein bisschen gelacht. Aber währenddessen, weil man das nicht betäuben konnte, weil das alles entzündet war, meine Herren, hätte ich lieber ein Kind gekriegt. Nein, also sowas wünsche ich keinem. Es hat, also ich glaube, ich habe den richtig unflätig beschimpft, den guten Mann. Er musste immer lachen und entschuldigte sich immer. Ich sage, wissen Sie, ich sage, nehmen Sie das bitte nicht ernst, was ich jetzt gesagt habe, möchte ich mich für entschuldigen. Ich sage, aber wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich Sie gehauen. Ich sage so, wer hat das getan? Ich sage es euch, also ich wünsche das keinem. Nun gut, so ist das. Ach Mann, Mann, gut, dass man noch lachen kann, ne? Aber ich bin erschöpft. Ich bin wirklich. Ich mache das Ganze, man merkt, das ist zwar nur ein kleiner Eingriff in den Körper, aber der hat schon Auswirkungen, ist wirklich wahr. Wenn ich hier jetzt ein Viertelstündchen gesessen habe, dann bin ich wieder völlig fertig. Ich hatte ja eigentlich vor, heute Morgen war ich ja zum Verbandswechsel und dann hatte ich ja echt vor, ins Geschäft zu fahren. Mein Gut, dass meine Tochter mit war. Nach 10 Minuten tanzten mir schon die Sterne vor den Augen. Es hat keinen Sinn. Also ich habe jetzt alle Schotten dicht und gehe erst am Donnerstag wieder hin. Es hat keinen Sinn. Der Körper nimmt sich das, was er braucht, ne? Und zwar braucht er im Moment Ruhe. Oh Mann, oh Mann. Und das alles dann immer. Erstmal freut man sich auf Ostern, auf die schöne Strickzeit, die man hat mit den Verwandten. Ich konnte nicht zu meinem Mama und Papa mitfahren. Ging nicht, ich wäre nicht möglich gewesen. Also ist die Familie alleine gefahren. Aber dadurch habe ich Schlaf nachholen können von der Nacht vorher, wo ich überhaupt nicht geschlafen habe. Ja, dann kamen gestern die Kinder.
Aber man kann ja auch nicht so vorbereiten, wie man das normalerweise macht, ne? Das ist alles, ach Mensch. Ja, so ist das, ne? Egal. Was soll ich euch erzählen, ne? Was soll ich euch? Keine Krankheit taucht irgendwas, aber wir haben es jetzt erledigt und man braucht nur wieder verheilen und gesund werden und dann funktioniert auch alles wieder, ne? So. Ja. Gerne hätte ich heute, ne? Gerne wäre ich im Laden gewesen und hätte meinen alten Elan wieder, weil ich habe endlich. Als Monet habe ich nicht mit hier zu Hause, sorry. Ich habe alles im Laden. Wenn, je nachdem, wie ich mich fühle, mache ich vielleicht am Donnerstag, aber das kann ich nicht versprechen. Geht mal eher von nächster Woche Dienstag aus für ein richtig normales, langes, normales Video. Ich habe nämlich die Sommergarne von Lanes du Nord bekommen. Und zwar einmal die Fumatur. Das ist diese hier. Oh, die habe ich in so schönen Farben. Die musste ich mit nach Hause nehmen. Wollte ich mir so ein Wellenmuster, Schal oder Top oder was weiß ich. Es weiß noch nicht, was es wird. Von machen. Und die habe ich, ich weiß nicht in wie vielen Farben. Ganz toll. Und dann habe ich, die hat hier 350 Meter. Und dann habe ich noch die Monet. Und die Monet, das ist, ich müsste jetzt, also es ist auf jeden Fall Soja. Baumwolle, ich glaube Bio-Baumwolle mit Soja. Ja, die Preise kann ich euch noch gar nicht nennen. Ich weiß, ich glaube 9,95 und 12,95 oder so. Denn die Baumwolle so. Soja hat 450 Meter, glaube ich. Diese hier ist auch schon bei 350, ne? Also da kriegst du auch schon was Schönes raus mit zwei Knäuel. Naja, gut, okay. Also die hätte ich euch so gerne gezeigt, weil die wirklich schön sind. Aber, ne, es kommt. Und auch den Gewinnern von den Büchern. Seid nicht traurig. Ich habe es erst heute Morgen, beziehungsweise mein Mann heute Morgen zur Post. Geht nicht. Ich habe es einfach aus gesundheitlichen Gründen habe ich es einfach nicht geschafft. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Aber wir hatten das alles fertig gemacht und ich wollte das Samstag noch weg, dann wäre es vielleicht heute oder morgen angekommen. Aber ich war Samstag so, ich war daneben. Ich war einfach daneben. Ja, so, gut. Sonst noch irgendwas? Kinder, ne? Da hocke ich hier in meinem Strickzimmer, hat mich hier so eingewuselt. Aber ich wollte euch noch was zeigen und ein schönes neues Buch habe ich auch für nächste Woche. Genau, hier habe ich jetzt angefangen mit der, ich muss mir den natürlich wieder in der Mitte aufgehört, weil irgendwo wusste ich ja, es klappt heute irgendwo nicht, ne? Fumatua, Fumatsch oder Fumatur. Guck mal, ist das nicht toll? Ich mag ja sonst kein Grün, ne? Aber das ist schön. Ich mache dann ein ganz normales Wellenmuster. Entweder, ich weiß es noch nicht. Ich will ja auch nicht alles selbst verbrauchen. Ich habe mir nur zwei Knäuel gegönnt. Und mal gucken, was daraus wird. Entweder einen Topf fürs Schaufenster oder es wird ein Schal. Keine Ahnung. Ich will mal gucken. Aber die Farben. Guckt mal, die. Ich kann mich kaum nach vorne. Boah. Ist doch alles doof. Ist doch alles doof. Aber wenigstens so ein bisschen was wollte ich euch zeigen, woran ich so gebastelt habe hier. Ne? In der Zeit, wo ich dann viel. Man kann dann auch nicht. Man möchte gerne, aber man schafft es nicht. Es geht nicht. Ich habe auch an dem Häkeltuch. An diesem hier weitergemacht, guckt mal, also das finde ich auch schön. Also das ist auch genau, was meine Nachbarn wohl denken. Ich sitze jetzt, ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze vorm Fenster. Ich habe hier meinen Schreibtisch stehen, wo ich auch schreibe. Ich habe ja gesagt, ne, ich habe, oder habe ich das schon erzählt? Auf jeden Fall, als ich dann im Wohnzimmer am Ausräumen, weil die Malerarbeiten ja anfangen sollten. Und jeder nervte mich. Ne? Ich konnte mich da an den Schreibtisch setzen, schreiben. Irgendeiner wollte was. Da habe ich mir das Ding unter den Arm geklemmt. Also so groß und so schwer ist das nicht. Und habe das jetzt in meinem Strickzimmer vorm Fenster stehen und sitze hier. Und wenn es mir dann dumm kommt, dann schließe ich die Tür ab. Soll sie sehen.
Und deswegen kann das sein, dass meine Nachbarn, wir haben jetzt, wenn du zwischen die Häuser guckst, wird ein neuer Kindergarten gebaut und oben auf dem Dach stehen Männer und rauchen. Die fragen sich wahrscheinlich auch, was labert die Tante die da? Ja, die hält irgendwelche Sachen in eine Kamera, ne? Und so, aber das fand ich jetzt, finde ich auch ein sehr schönes Häkeltuch. Aber auch da hatte ich ja erzählt, habe ich die Anleitung nur auf Bild. Ein bisschen rüberbeugen, versuchen wir es mal. Oh, da ist nämlich das andere. Man sollte sich das doch dann so hinstellen, dass man ohne Schmerzen sich irgendwo bewegen kann, ne? Ach, ich sag's euch. Ich kann es euch sagen. Ey. Heute Morgen schon wieder vorwurfsvolle Blicke. Ja, diesmal nicht von Hummel, diesmal von Felix. Es war keine Milch mehr da. Keine Katzenmilch. Das ist echt fatal. Da haben wir das. Ach, dieser Bobbel, der macht mich irre. Der ist nur vertüdeldüdelt. Seht ihr das? Also, manche können es nicht. Die sollen es echt lassen. Echt, das. Ich habe schon zweimal geschnitten, weil ich immer wieder hier diese. Boah, jetzt wird es mir auch immer diese Dinger da drin habe. Seht ihr das? Also mich. Und ich habe mal noch mal nachgeguckt und habe auch die Banderole. Ich sage jetzt aber nicht, weil es ja, weil es ein sage ich die Firma nicht, weil sonst sind die nachher beleidigt. Weil der Bubbel ist echt Mist. Wirklich. Ich habe also wirklich schon jetzt ja einige Bobbel verhäkelt und auch früher mal verstrickt und war immer begeistert. Aber das hier, die Farben sind sehr schön, aber das ist eine Firma, die würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Guck, wer das wissen will, wer das ist, kann mich ja antickern. Jetzt parkt gerade hier jemand mit seinem Anhänger und nimmt mir das Licht. Und guckt und grinst mich an. Ja, das ist, ne, wenn du direkt, das Strickzimmer geht zur Straße hin. Und wir haben ja nur den kleinen Vorgarten und dann kommt ja schon die Straße. Und wenn dann da ein Auto hält und derjenige aussteigt und mich dann so anguckt. Es ist wieder, oh Gott, ey, Kinders. Ich sag's euch, ne? So. Guck mal, die Farben sind toll. Also von den Farben kann ich wirklich nichts sagen. Das Material ist auch ein bisschen rauer, fester, so nicht so weich wie normale Bobbel. Da ist mit Sicherheit Leinen oder so oder Hanf oder so mit drin. Also so finde ich das Tuch auch schon schön. Ich frage mich nur, ich glaube nicht, dass ich dann mit dem auskomme, mit den 800 Metern. Denn guck mal, das ist ja erst so. Ich brauche eine neue Wäschespinne. Ich kann meine Tücher nicht aufhängen. Meine Wäschespinne ist kaputt. Jetzt habe ich schon im Laden 5 Tücher liegen, die dringendst, ja, gespannt werden müssen. Und ich mache das immer gerne auf. Im Sommer, wenn das Wetter so schön ist, mache ich das so gerne auf alleine. Mit Hunderten von Wäscheklammern. Ja, also daran habe ich auch ein bisschen gewerkelt und mich ein bisschen geärgert. Guck mal, ich habe mir noch nicht mal die Haare, seht ihr das? Einfach so, weil ich mich nicht nach vorne bücken kann. Es ist doch alles ein Schied, ne? So, was habe ich denn hier noch drin? Elektroanlagen GmbH steht vor mir. Ach ja, hier habe ich auch noch ein bisschen dran gemacht. An meinen Bobbelchens hier, an diesen schicken. Guck, das habe ich davon schon gemacht.
Also ich denke mal nächste Woche. Ach so, und die Socken für den Papa, die sind natürlich fertig geworden. Da habe ich mich echt richtig zu. Ich habe mich richtig. Wie soll ich das? Echt. Also mein Dune ist im Kopf. Ich kann die Paracetamol, Quatsch, Paracetamol, Penicillin, Antibiotika. Kann ich nicht vertragen. Da wäre ich blöd vor. Nee, erstmal hat man dann schlechten Geschmack von dem Mund. Dann ist einem so dusselig im Kopf. Ne? Ach, ich sag's euch. Nun guck. Nun guck hier. Das sieht doch gut aus. Also es gefällt mir extremst gut. Ich freue mich schon auf die nächsten Farben, die da kommen werden. Ja, also. Das habe ich noch. Ich habe ja an allem rumgesägt. Ach so, der Papasocken. Das muss ich auch noch sagen. Der Papasocken ist fertig geworden. Ich habe, als ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich die Spitze. Da musste ich nicht. Die wollten los zu den Eltern. Und ich habe dann schnell noch die Spitze. Die fehlte nämlich noch an dem letzten Socken. Naja, und dann haben wir es mitgenommen und der Papa hat die jetzt schon und deswegen kann ich sie euch nicht zeigen, dass sie fertig sind. Aber ich habe ja noch ein paar für ihn zu machen. Ne? Guck hier, da bin ich auch schon wieder mit angefangen. Auch wieder nicht zu Ende gemacht, die Reihe. Das ist ja das. Das schöne Garn hier von, wie heißt es nochmal? Gute Freunde oder so von Anne Strick mit Kick. Und hier die Alpaka-Seide von Jabor, glaube ich. Jabor, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Oder es ist auch Lansdowne North. Ich habe es nicht hier jetzt. Die Banderole, sorry. Ja, und das ist alles, was ich, ne, so gerüdeltüdelt. Ich hatte so viel vor, dass ich fertig bin oder bedeutend weiter bin mit allem. Nö. Aber ich habe natürlich wieder ein Trösterchenbuch. Nein, es ist ein, ich habe mir das selber bestellt, aber mein Mann hat es dann bezahlt. Es kam am Samstag. Die schönsten Hebemaschenmuster, Babette Ulmer. Das ist dieses hier. Das gefiel mir auch so gut. Und dann habe ich gedacht, ja, aber vorstellen tue ich euch das auch erst nächste Woche. Weil Kinder ist echt, wie gesagt, das ist jetzt für mich schon 20 Minuten. Das ist schon echt heftig und viel. Und ja, meh, schaffe ich nicht. Kriege ich nicht auf Reihe. Ne? Bin froh, wenn ich mich jetzt gleich wieder auf meine Couch mummeln kann. Und dann ruhe ich mich erst ein bisschen aus. Und dann wollte ich auf jeden Fall noch Spülmaschine ein- und ausräumen. Ne? Solche Sachen halt, das muss gemacht werden. Das kann man dann nicht so. Und das will ich unbedingt noch, bevor ich mich dann komplett zur Ruhe begebe, sagen wir mal so. Denn der Tag war jetzt schon anstrengend. Ne? Man ist dann ja auch so, am Sonntag hieß es dann, ja, am Dienstag kommen Sie bitte zum Verband wechseln. Gut. Ja, jetzt ist meine Tochter hat Urlaub, Gott sei Dank. Da sage ich heute Morgen, da sagt sie, Mama, um 11 muss ich im Stall sein. Ja, gut. Ich sage, du, ich sage, dann lass uns doch um 8:30 ins Krankenhaus fahren. Ich sage dann mit dem Verbandwechsel, das kann ja nicht so lange dauern. Ja, ist gut, sagt sie. Wir nach Herford, 8:30. Ich dann da rein. Erst muss der klingeln und dann fragen sie dich ja alles Mögliche, Corona-mäßig und dies und jenes. Und nee, und dann rein. Gut. So. Dann sagt sie plötzlich zu mir, haben Sie sich angemeldet? Ich sage, nein, das hat mir niemand gesagt. Ich sage, es hieß, kommen Sie bitte Dienstagmorgen zum Verbandswechsel. Ich sage, nun bin ich hier. Kein Mensch in der Aufnahme, nichts, keiner. Kein Mensch. Nur ich alleine.
Da sagt es zu mir, aber ganz lieb, also die sind da sowieso unheimlich lieb. Und da sagt zu mir nie, sie sind ja kein Notfall. Ich sage, nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage, es hieß ja, ich soll wiederkommen. Wie soll, dann mache ich das, was der Doktor mir sagt. Ja, unsere Ärzte wissen das auch nicht so genau. Ich sage, was? Ja, sie können hier nicht zur Verbandswechsel, da müssen sie zu ihrem Hausarzt gehen. Ich sage, ja, Himmel. Dankeschön für nichts. Oh, und dann wieder raus, wieder ins Auto und meine Tochter. Unser Auto ist hoch, ne? Also da kann ich bequem ein- und aussteigen. Meine Tochter hat so ein Alpha, so ein Sportwagen-Ding mit Sportsitzen und ich mit der, ich alte Frau, ja, ne? Und dann halt untenrum jetzt lediert, ja, in diesen Sitz rein und aus diesem Auto wieder raus. Oh Mann, naja. Okay, ich wieder rein ins Auto. Wir zum Hausarzt gefahren. Ich spreche Stunde, sag, komm gleich nach hinten durch, sofort. Das ist ein Klacks, das guckt er sich gleich an, dann wird das neu verbunden und dann ist das gut. Ja, raus aus dem Auto, rein ins Auto, dann in den Laden. Und dann habe ich gemerkt, nee, Moni, das klappt nicht, das klappt nicht, du gibst hier um. Ich hatte nur noch tanzende Sterne vor den Augen. Und jetzt war Gott sei Dank meine Tochter ja noch da. Und da sagt sie, Mama, das hat keinen Sinn. Ich bringe dich, bevor ich in den Stall fahre, bringe ich dich nach Hause. Nicht, dass du hier alleine, weil du leistest ja auch arbeiten, ist kein Mensch da. Und jetzt stell dir vor, das Wetter ist schön. Die Leute denken sich auch, bevor ich mir Wolle hole oder irgendwas, gehe ich erst in den Garten oder was weiß ich. Und ich bin dann da, nee, das war mir auch. Dann habe ich einen Zettel an eine Tür gemacht, dass ich wegen Krankheit geschlossen habe und dass ich erst am Donnerstag wiederkomme. Ja, ich hoffe, dass Donnerstag. Bis dahin ist alles wieder gut, hoffe ich ganz stark. Ne? Es kann ja nicht. Aber man merkt das schon. Ne? Früher hat man das alles irgendwie besser weggesteckt. Habe ich so den Eindruck, weiß ja auch nicht. Naja, was soll's, ne? Da müssen sie halt die Leute 2 Tage auf mich verzichten. Das haben sie ja schon. Ne? Sie haben mir. Doch Samstag war ich noch da. Aber Montag, Feiertag, Dienstag zu, Mittwoch zu, Donnerstag erst wieder. Aber was willst du machen? Was willst du tun? Ich habe im Moment niemanden, der so einspringen könnte. Ist im Moment niemand da. Naja, ich hoffe, dass meine Kunden mir das verzeihen. Jeder kann mal krank werden, ne? Jo. So. Ich würde mal sagen, also es ist mit diesem Stativ auf dem Dings, ist das ganz merkwürdig. Ich habe ja sonst immer dieses große Stativ, wo man so, weiß ich auch nicht, das sieht einfach besser aus. Tja, was soll's, ne? Tja, ihr Lieben, ich höre mir das mal gerade an, ob man das so machen kann, wie ich das gemacht habe jetzt hier. Oder ob ich es nochmal aufnehmen muss, ich hoffe nicht. Nein, also nur ich habe erst überlegt, machst du einfach nur ein Bild und sagst, diese Woche gibt es kein Video. Und ach, dann habe ich gedacht, nee, dann frage ich, hatte ja schon in Facebook-Gruppe, hatte ich ja schon reingepostet, dass ich im Krankenhaus bin. Am Sonntag hatte ich ja so ein Bild. Und dann habe ich gedacht, nee, dann denken die Leute nachher auch. Und ach, ich habe gesagt, komm. Die halbe Stunde kriegst du hin. Ne? Da sitzt du hier und jetzt mache ich es mir ein bisschen gemütlich und dann werde ich nachher ein bisschen Mittagessen und dann werde ich mal meinen Haushalt so ganz, ganz langsam. Aber ich bin mittlerweile auch schon so, dass man sagt, das, was man kann, was der Körper kann und was nicht, das nicht. Ne? Ich erwarte auch keinen Besuch und auch wenn. Ich glaube nicht, dass der sich daran stören würde, wenn da jetzt mal ein Krümel auf der Erde liegt. Ne? Nö. Kann mir nicht vorstellen. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns auf alle Fälle am Dienstag. Vielleicht, je nachdem, wie es mir geht, mache ich noch ein Video am Donnerstag. Aber das kann ich nicht versprechen. Rechnet man eher mit Dienstag. Ne? Okay, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt so ein strikt was Schönes, ja.
Und ich freue mich auf nächste Woche auf jeden Fall mit euch. Okay, bis dahin. Tschüss.